Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Sie betet, weil sie Angst hat. Sie betet, weil sie einsam ist. Sie betet, weil Beten hilft, wenn alles andere unsicher ist. Ewige, bis über den Himmel hinaus reicht deine Freundlichkeit, deine Verlässlichkeit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, dein Recht ein tiefes Meer. Mensch und Tier befreist du. Dieses Gebet wurde vor circa 2500 Jahren aufgeschrieben. Verdichtete Erfahrung. Es sind Worte aus dem Psalm 36, gesungen auf Hebräisch im Tempel und in den Synagogen, gesprochen in Kirchen und Häusern, weltweit in allen erdenklichen Sprachen, in guten und in schlechten Zeiten. Es ist kein billiger Trost, sondern eine starke Hoffnung. Schon damals betet sie zu einem freundlichen Gott, dessen Markenzeichen Recht und Gerechtigkeit ist, deren Gerechtigkeit und Recht unermesslich hoch und unbeschreiblich tief sind. Befreiend, wunderbar, dass auch Tiere, unsere Mitgeschöpfe, befreit werden. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das sagen manche heute und das sagte man auch früher und dachte, Gott sei einer, der die Menschen mit Seuchen bestrafe. Dieses Gebet sagt etwas anderes. Ja, der Mensch denkt, aber nicht immer weit genug. Ja, der Mensch denkt, aber wir sind nicht immer klug. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Davon bin ich zutiefst überzeugt, aber mit Freundlichkeit und Verlässlichkeit. Denn ihr oder ihm kann nicht daran liegen, dass Menschen und Tiere eingeengt, unglücklich, verzagt und verzweifelt sind, sondern befreit, aufrecht, die wunderbare Schöpfung sehen können, riechen, jetzt im Frühling, und auch sie bewahren. Freundlich sollten wir uns einander zuwenden in diesen Zeiten mit einem Abstand, so wie Gott uns freundlich zugewandt ist. Verlässlich sein und gelassen für die Familie und die Nachbarn und Nachbarinnen, die Hilfe brauchen. Und das große Gut Gerechtigkeit im Herzen tragen, das uns Kraft gibt, nicht nur an uns selbst zu denken. Der Mensch denkt und fühlt. Gott lenkt und liebt jeden und jede einzelne von uns mit all unseren Schwächen und unseren Stärken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.